Herzlich willkommen zum Tutorial Blink Learning – Vorbereitung für Schüler. In diesem Video zeige ich Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie sich als Schüler zum ersten Mal mit einem Klassencode registrieren können. Wir gehen danach auch noch durch, wie Sie mit dem Buchcode Ihr Buch aktivieren. Und am Ende schauen wir uns noch an, wie Sie einer Klasse beitreten können, wenn Sie schon ein Konto bei Blink Learning haben. So, damit Sie starten können, brauchen Sie den Klassencode. Den erhalten Sie von Ihrem Lehrer oder Ihrer Lehrerin. Außerdem ist es noch wichtig, Sie brauchen den Buchcode für die digitale Ausgabe, mit der Sie lernen. Den Buchcode erhalten Sie nach dem Kauf per Mail. Hier ist es wichtig, dass Sie darauf achten, dass Sie eine Lizenz für Lernende, also für Schüler, kaufen. Zur Registrierung gehen wir auf die Website von Blink Learning, www.blinklearning.com. Beim ersten Mal müssen Sie zuerst ein Konto erstellen, das heißt also sich neu registrieren. Jetzt öffnet sich die Registrierungsmaske. Hier im ersten Feld bitte den Klassencode eingeben. Der beginnt immer mit CL. Ganz wichtig, hier bitte nicht schon den Buchcode eingeben. Den Klassencode schickt Ihnen Ihr Lehrer, sobald er den Klassenraum angelegt hat. Wählen Sie bei den Kästchen unten auch unbedingt Ich bin Student aus und warten Sie einen Moment, bis das Kästchen weiß aufleuchtet. Weiter geht's dann im nächsten Feld. Hier geben Sie zuallererst Ihren Namen und Nachnamen ein, danach Ihre E-Mail-Adresse. Dabei bitte unbedingt darauf achten, dass diese korrekt geschrieben ist. Das ist nämlich später auch Ihr Anmeldename. Das Passwort können Sie natürlich frei wählen, daher bitte auch gut merken. Als Schüler muss man noch das Geburtsdatum auswählen. Bei Eingabe von 13 oder jünger werden Sie aufgefordert, die E-Mail-Adresse der Eltern einzugeben. Ich gebe jetzt hier mal das Geburtsjahr 2006 ein. Dann noch die Datenschutzrichtlinien akzeptieren und die Registrierung ist auch schon fast fertig. Zum Abschluss werden Sie nur noch gebeten, Ihre Angaben nochmals zu prüfen. Sollte Ihr Land noch nicht korrekt sein, können Sie dies auch später noch bei den Profileinstellungen anpassen. Jetzt sind Sie angemeldet und landen im Bereich Inhalt. Der ist jetzt hier noch leer. Ihr Lehrer muss Sie im Klassenraum zunächst noch bestätigen. Wenn Sie im Hauptmenü links auf Kurse gehen, sehen Sie anhand des ausgebleichten Kastens, dass Sie noch auf die Bestätigung Ihres Lehrers warten müssen. Sobald der Kasten in voller Farbe erscheint, wissen Sie, dass Ihr Lehrer Sie für die Klasse freigeschaltet hat und können dann ab jetzt auch in den Kurs klicken. Im Bereich Inhalte sehen Sie, mit welchem Buch in der Klasse unterrichtet wird. Genau jetzt kommt der Buchcode ins Spiel, denn das Buch müssen Sie jetzt noch aktivieren. Wenn Sie aufs Buch klicken, sind die ersten drei Lektionen zum Probelesen schon zugänglich. Und hier in der Zeile oben sehen Sie, dass Sie noch keine Berechtigung für das Buch haben. Und hier müssen Sie jetzt den Buchcode hinzufügen. So. Und dann einfach OK klicken. So, jetzt haben Sie Zugriff auf alle Inhalte des Buchs und alle Lektionen und Übungen sind für Sie freigeschaltet. Und zum Schluss zeige ich jetzt noch, wie es aussieht, wenn Sie schon ein Konto bei Blink Learning haben. Denn die Registrierung müssen Sie ja nur einmal machen. Dazu wählen Sie auf der Website www.blinklearning.com den Button Einloggen und geben nur Ihre Anmeldedaten ein, also Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort. Wenn Sie das Passwort mal vergessen haben, können Sie hier auch die gleichnamige Funktion nutzen. Weil man jetzt ja den Klassencode nicht mehr bei der Anmeldung direkt eingeben kann, kann man sich so in seiner neuen Klasse anmelden. Sie gehen im Hauptmenü auf Kurse und klicken rechts oben auf Kurscode hinzufügen und hier können Sie den Klassencode dann eingeben. Ihr Lehrer erhält eine Nachricht und kann diese dann akzeptieren. Das geht genauso, wie ich es gerade gezeigt habe. Im Klassenraum sehen Sie dann wieder das Buch, mit dem gearbeitet wird und können das Buch mit dem Buchcode aktivieren. So, und das war's auch schon zum Thema Vorbereitung für Schüler. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren.